Hallo meine Lieben, willkommen zu Nummer 3 in der Reihe Symmetrie, Balance und Mobilität des ganzen Körpers. Heute benutze ich eine Pilatesrolle. Wahlweise habe ich mir jetzt zum Beispiel so einen Teppich hier rausgesucht, den ich mir zusammenrolle. Wichtig ist so ungefähr, dass wir so eine Länge haben und dass wir hier so ein bisschen Balance drauf haben. Ich fange jetzt mal mit dem Teppich an und lege die Rolle beiseite. Was ihr von den Dingen nehmt, überlasse ich euch. Holt euch die Sachen ran und wir starten. Wir starten in Rückenlage auf der Rolle. Das heißt, ich sitze mit meinem Po am Ende der Rolle, richte mich erstmal auf, strecke mich und mache mich rund. Das könnt ihr auf der Pilates-Rolle genauso gut machen. Ich mache mich rund und ich strecke meinen Rücken. Ich mache mich rund und strecke mich. Und dann rolle ich mich langsam, aber sicher ab. Und ich treffe meinen Kopf jetzt gerade nicht. Das heißt, ich muss noch einen Tick nach vorne rutschen, dass mein Kopf mit abliegt. Ist eure Rolle zu kurz, wäre es gut, wenn eure Wirbelsäule unterlagert ist. Und euer Kopf, da könnt ihr auch eine Kissenerhöhung drunter legen. Das ist jetzt nicht das Wichtigste. Gut. Also, wir liegen jetzt hier mit dem Rücken auf. Ich öffne meine Arme. Ich drücke meine Hand Rücken in die Unterlage, sprich in den Boden. Und lasse mal meine Schulterblätter an der Seite runterhängen. Und spüre mal, wie die Rolle zwischen meinen Schulterblättern schon angenehm ist. Ich versuche, meinen Hals ganz lang zu machen, dass mein kurzer Nacken nicht so zum Vorschein kommt sozusagen und wir unsere hinteren Halsmuskeln dehnen können. Und genauso in der Lendenwirbelsäule. Versucht mal eure Wirbelsäule an die Rolle anzumodellieren und gebt Druck nach hinten. Entspannt eure Rückenmuskeln an. Jetzt nehme ich mal ein Bein hoch und nehme das andere Bein dazu. Jetzt ist mein unterer Rücken auf jeden Fall auf der Rolle. Mein Hals ist lang, ich gebe Druck nach hinten. Und jetzt arbeiten wir erstmal so ein bisschen am Gleichgewicht und schieben mal die Knie ganz leicht nach rechts, ganz leicht nach links. Füße und Knie sind beieinander und ihr spürt, wie eure Bauchmuskeln aktiviert werden. Gebt Druck nach hinten, eure Rückenmuskeln auch. Hals ist lang, das Kinn kommt automatisch etwas rein und ihr spürt, wie eure Bauchmuskeln arbeiten. Sehr schön. Und dann pendelt ihr euch wieder in der Mitte ein. Jetzt baue ich mal einen Schwierigkeitsgrad ein. Jetzt haben wir hier so symmetrische Arme. Auch wenn ihr die anderen Sachen nicht könnt, kommt ihr immer zur Symmetrie zurück. Jetzt bringe ich mal einen Arm auf 6 Uhr, einen Handrücken auf 12 Uhr. Und auch hier halte ich die Symmetrie. Das heißt, meine Beine hoch und versuche mal ganz leicht auch hier wieder so ein bisschen nach rechts und links zu kippeln. Mit den Knien, mit dem Gleichgewicht und spüre meine Bauchmuskeln. Ihr könnt auch die Beine mal strecken und das Gleichgewicht hier suchen und beugen, strecken und beugen, strecken und beugen. Jetzt nehmt ihr mal den 6 Uhr Arm und haltet damit das Knie fest. Und wenn ihr könnt, nehmt ihr den 12 Uhr Arm mit dem Handrückendruck nach unten. Wenn ihr es nicht halten könnt, geht ihr wieder zur Seite. Lasst die Schulterblätter an der Seite tief und gebt Druck in den Handrücken 12 Uhr. Und dann strecken wir mal das Bein hier aus und holen das Knie wieder neben das andere Knie. Und da brauchen wir Gleichgewicht. Eieieiei. Strecken und ranziehen. Vielleicht ist das auf der Pilates-Rolle auch viel wackeliger und gar nicht machbar. Dann holt euch schnell so eine Teppichrolle, ne? Oder übt. Ja? Oder haltet das Gleichgewicht mit dem Arm auf der Seite. Zweimal noch. Und letzter. Gut. Und holt das Knie wieder ran. Stellt einmal kurz die Füße ab. Lockert die Arme, Handrücken nach außen wieder, in die Kreuzposition, Schultern tief, Schulterblätter sind an der Seite runterhängend, macht wieder die Abstände zwischen Hals und Lendenwirbelsäule kurz und bringt die Beine hoch. Ja? Gebt Druck in die Arme nach hinten, dass die Rückenmuskulatur aktiv ist,
auch die Halsmuskulatur, Kinn etwas rein. Der Hals ist lang, das lässt eure tiefen Halsflexoren arbeiten. Beine zusammen und auch hier kippelt ihr wieder nach rechts und links. Das haben wir eben schon mal gemacht. Wieder die Mitte finden. Atmet, dann findet euch in der Mitte ein. Und diesmal tauschen wir die Seiten. Der Arm, der eben auf 12 war, geht auf 6, der andere geht auf 12. Drückt die Handrücken runter. Wenn ihr mit der Schulter hier nicht so hoch kommt, müsst ihr so ein bisschen nach außen gehen. Ja? Guckt, was geht. Atmet und auch hier nochmal leicht mit den Knien rechts und links kippeln. Und nehmt für euch wahr, welche Seite leichter ging mit dem Kippeln. Ja? Wo seid ihr weiter rumgekommen? Ohne runter zu plumpsen zum Beispiel. Ne? Eure Mitte muss jetzt arbeiten, Schultern tief, schön nach hinten den Druck in die Hand rücken. Jetzt nehme ich die 6 Uhr Hand wieder an mein Knie, halte das fest. Ich drücke den anderen Handrücken hier 12 Uhr runter und strecke das Bein lang und hole das Bein wieder ran. Bauchmuskeltraining, Gleichgewichtstraining, Beweglichkeit ist auch mit drin, Wirbelsäule, alles arbeitet. Wir lächeln und wir atmen. Das wackelt. Wenn ihr euch gut nach hinten stabilisieren könnt, wackelt ihr weniger. Je weniger Druck ihr in die Hand bekommt, desto mehr wackelt ihr. Das heißt, eventuell müsst ihr die Hand dann etwas nach außen nehmen. Viermal noch. Dreimal noch. Zweimal noch. Und letzter. Sehr schön. Gut. Ich nehme meinen Arm wieder runter, stelle meine Füße wieder auf, ziehe mein Knie mal ran und komme hoch. Sehr schön. Jetzt haben wir den liegenden Part schon geschafft. Diesmal nehme ich jetzt auch die Rolle. Ihr könnt aber auch auf dem Teppich bleiben. Das ist alles okay. Jetzt kommen wir noch zu einer anderen Übung. Das sind 3 Teile in diesem Teil jetzt hier. 3 Übungen, kombinierte Übungen, die wir durchführen. Diesmal bringe ich mein Knie auf die Rolle. Meine Fußspitze ist hier innen von der Rolle und stützt ab. Das heißt, das Knie, das guckt so ein bisschen nach außen. Und ich komme in den Vierfüßlerstand und guckt mal, wie ihr strecken könnt, entweder auf den Fäusten oder auf den Händen. Wackel, wackel, wackel. Und jetzt strecke ich mal mein Bein hoch. Ich ziehe es ran, mache mich rund und strecke mich. Ranziehen und wegstrecken. Ranziehen und wegstrecken. Ranziehen und wegstrecken. Zweimal noch. Ranziehen, Bauch, Rücken, Bein, Po, alles arbeitet. Und Pause. Ja? Ihr könnt, ich habe jetzt meinen Kopf hängen lassen wahrscheinlich, weil ich mich so auf mein Bein konzentriert habe. Versucht den Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule zu halten, euch rauszudrücken, die Schultern wegzuschieben. Ne? Das könnt ihr auch hier in der Streckung. Ihr könnt euch erstmal tippen, dann das Bein hochnehmen, Schultern zurück, Kopf, Verlängerung der Wirbelsäule ran und weg. Ja? Da könnt ihr 8 Wiederholungen. Wenn ihr schafft, 15 Wiederholungen, 20, könnt ihr machen, so viel wie ihr wollt. Zweiter Part der Übung. Von der Streckung bringe ich mal meinen Fuß nach vorne und komme hier hoch. Ja? Dann gehe ich wieder tief und strecke mein Bein nach hinten. Ich komme hoch und strecke mich hier in der Hüfte des Rollenbeins. Wenn ihr könnt, schaut hoch. Jetzt gehe ich wieder tief in den Stütz und strecke mein Bein nach hinten. Auch davon machen wir ein paar Wiederholungen. 4 Stück und weg. 3 Stück und weg. 2 Stück und weg. Und letzter. Und weg. Und dann stellt ihr den Fuß hinten ab, weit weg, krabbelt mit den Händen vor, die Stirn auf die Rolle
und macht euch mal lang. Sehr schön. Dann kommt ihr zurück, lasst das Knie runter und löst das Rollenbein auf. Ich setze mich hier nochmal auf die Rolle, mache meine Füße hier lang und strecke mich einmal, Hände hinter den Kopf und biege mich zur Seite, rechts und links. Gut, jetzt ist die andere Seite dran. Auf die Plätze, fertig, los. Gut, seid ihr bereit? Ich stütze mein Knie auf die Rolle, der Fuß, die Fußspitze stützt innen ab. Ich strecke mein Spielbein, komme hier in den Vierfüßler. Gut, ich hebe das Bein hoch, ich hole mein Knie und Stirn so ein bisschen zusammen und strecke mich wieder. Ranziehen, strecken, ranziehen, drückt euch aus den Händen raus, die Ellbogen sind gestreckt. Viermal, dreimal, zweimal, Rücken und Bauch arbeiten. Und letzter, dann komme ich mit dem Fuß vor und ich strecke mich hier. Ich gehe wieder tief und gehe mit dem Bein nach hinten. Ich drücke mich hier raus. Ich komme wieder vor und strecke mich. Ich lehne meinen Hüftbeuger. Ja, ich gehe wieder tief und strecke mich. Zwei, dreimal machen wir noch. Ja, macht ruhig. Wenn ihr allein turnt mit dem Video, jede Seite gleich oft, beziehungsweise dort, wo ihr mehr Schwierigkeiten habt, mehr Wiederholung. Und strecken. Und letzter. Jetzt haben wir sogar einen mehr gemacht. Und strecken. Dann stellt ihr den Fuß ab, geht mit dem Po ein bisschen nach hinten. Krabbelt nach vorn, legt die Stirn auf die Rolle und haltet hier einen kleinen Moment. Sehr schön. Und dann komme ich wieder zurück, komme runter von der Rolle. Ist mir ganz schön warm geworden. Ich habe bestimmt einen ganz roten Kopf. Jetzt nehme ich mir die Rolle vor meinen Unterbauch. Das heißt, über mein Schambein, zwischen Schambein und Bauchnabel. Gut. Da habe ich meine Bauchmuskeln. Da in der Tiefe ist auch meine Blase. Bei den Herren die Prostata, bei den Damen die Gebärmutter. Ich bringe meine Füße und meine Knie zusammen und lege sie mit dem Rücken tief. Und ich komme hier in den Unterarmstütz. Ungefähr schulterbreit auseinander, der Ellbogen ist unter der Schulter. Ich lege meine Handrücken auf, Schultern zurück und ich lasse mal meinen Unterbauch erstmal in die Rolle hängen. Und atme tief ein und aus. Ich leite meine Fersen fallen immer nach außen. Ja? Passt auf, drückt eure Fersen zusammen, dann habt ihr auch die richtigen Muskeln gedehnt. Ein und aus. Mit der nächsten Einatmung drücke ich mich mal auf meine Handballen. Ich versuche meine Ellbogen zu strecken und nach oben zu schauen. Und ich dehne die ganze vordere Faszie, die lange Bauchmuskulatur, Schultern zurück. Ich schaue so schräg nach vorne oben, meine Fersen bleiben zusammen. Und dann lasse ich ausatmend die Ellbogen wieder runter. Mein Bauch locker, mein Kopf mal runter. Ja? Ich komme wieder hoch, einatmend. Komme hoch, drücke mich auf meine Handballen, strecke mich, Fersen zusammen. Das ist mein größtes Manko, habe ich eben schon erzählt. Und dann gehe ich wieder tief. Zweimal noch. Einatmen. Und schön lang machen vorne die Bauchfaszie bis hoch zum Hals. Spüren wir das, die Längsachse unserer Faszien. Und tief. Und letzter, kommt hoch. Und tief. Jetzt bringe ich eine Hand hier mal hoch, die andere Hand ein bisschen mittiger. Und jetzt versuche ich mich mal zu einer Seite zu öffnen und den Fuß hier zu berühren. Ich drücke mich hier hoch, mein Unterbauch liegt und ich atme hier zwei, dreimal ein und aus.
dehnen wir auch die tiefe Hüftbeugemuskulatur mit und langsam wieder Tiefkopf. Tauscht die Seite, greift ein bisschen rum, kommt hoch, streckt euch, das Becken bleibt symmetrisch liegen, ihr fasst euren Fuß, ihr drückt eure Hüftstreckung nach unten und öffnet. Atmet tief ein und aus in den unteren Bauch. Leichte Rotation, dehnt die Hüftbeuge. Situation, drückt euch raus, vielleicht könnt ihr auch die Hand hier wieder strecken. Tief ein und ausatmen. Sehr schön. Und langsam wieder lösen. Stellt die Füße auf, die Hände, die Füße auch. Und dann drücke ich mich mal hoch. Schiebe meinen Po auf die Fersen, rolle die Rolle weit nach vorn. Sehr schön. Und dann rolle ich die Rolle weg. Und ich rolle auf. Atme ein und aus. Genau, ich stelle ein Bein auf. Stütze mich ab. Stell das andere Bein dazu, gehe nochmal in die Vorwärtsbeuge und lasse mich mal so ein bisschen nach rechts und links schaukeln. Und dann bleibe ich in der Mitte und dann rolle ich langsam Wirbel für Wirbel auf. Ihr habt es geschafft. Drei Teile fürs Gleichgewicht, für die Balance, ja, für die Symmetrie, das heißt, wie stehe ich auf einem Bein? Wie stehe ich auf dem anderen Bein? Wie finde ich meine Mitte? Ihr habt es in den Übungen nicht gemerkt, aber die Übungen waren genau dafür, ja, dass ihr euch Gleichgewicht verschafft, dass ihr eure Mitte findet und die lernt anzuspannen. Viel mit der Bauchmuskulatur. Die war in allen Variationen mit drin. Und die restlichen Muskeln haben auch gut gearbeitet. Das heißt, Mobilität, Beweglichkeit haben wir geschult. Das Gehirn musste sehr viel mitarbeiten. Mit den Geräten. Wir hatten Rolle, Balancepad, Stuhl. Ja? Ich hoffe, ihr habt Spaß mit diesen drei Filmchen. Übt schön, liked mich, klickt mich, empfehlt mich weiter und vor allem turnt mit. Ich freue mich über jeden, der mitmacht. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Übrigens, wenn ihr eine Pilatesrolle sucht oder so eine halbe Faszienrolle, gebe ich euch noch einen Link unter meinem Film und dann könnt ihr schauen, wo ihr die Sachen bekommen könnt.